Nanu, wie ich sehe, hat Lumpi endlich sein Essen bekommen. Das ist sehr schön. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Und jetzt raus mit dir. Aber das Tagebuch. Wir brauchen noch das Tagebuch. Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. War ich zu voreilig, Herr? Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er seine neue Methode ausprobiert? Gib mir doch bitte ein Zeichen. Was ist das? Ein Zeichen. Wenn das kein Zeichen ist. Eine Friedenstaube? Ist das dein Zeichen? Soll ich die Kinder doch verschonen? Oh, Herr. Nein. Ich danke dir. Ich... Was? Das... Diese verfluchten... Die Friedenstaube ist explodiert. Jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Okay, schnell weg hier, würde ich sagen. Als Lilly die Schlafkojen betrat, war Edna verschwunden. Nur ein schlecht gezeichneter Brief lag auf dem Bett. Ach du Schande. Mach's gut, Lillifried. Ich muss los. Die Luft hier ist mir zu dick geworden. Ich warte noch einen Augenblick am Schaukelbaum auf dich. Wenn du dich beeilst, erwischst du mich vielleicht noch. Ansonsten findest du eine Karte mit meinem Versteck im Tagebuch. Oh, nein. Du hast es ja bestimmt längst gefunden, richtig? Bleib schmutzig. Deine Edna. Die Nachricht machte Lilly nervös. Sie musste Edna unbedingt einholen. Psst. Lilly, schnell, hier entlang. Der was, Doktor wie? Und die Oberin sind euch bereits auf den Fersen. Aber wer? Ja, was, wie, war? Wo? Lilly schaute sich staunend um. Verloren. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Du fragst dich sicher, was das hier für ein merkwürdiger Ort ist, oder? Aber jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Komm, schnell. Was? Ja, aber Abhöranlage. Ich weiß, wir müssen uns beeilen, aber... kann ich nicht, wieso? Monitore. Was zum... Na, dann gehen wir zur Kapelle. Können wir gerade eh nichts tun. Ach du. Na los. Hilft er uns jetzt zu entkommen? Können wir hier irgendwie so in die Haupthalle? Stopp! Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Dr. Marcel. Sie haben uns noch nicht gesehen. Sie ist nicht in ihrer Schlafkoje, aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass sie diese Aufsässigkeit in ihrem Kloster dulden. Hm. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr ab. Tun Sie das. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Los jetzt, das ist unsere Chance. Schnell. Dr. Marcel, schnell weg hier, schnell raus. Aber warum hilft er uns? Warum zum... was in den Keller oder? Inzwischen hatte Lilly verstanden, dass sie Garrett lieber folgen sollte. Ja, okay, der ist in den Hintergarten. Aber was? Oh. Als Lilly den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. Auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Sehr gut, das müssen wir unbedingt mitnehmen. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Das ist großartig. Höhle am Moorsee also. Lilly versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Gerd. Psst, Lilly, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen! Oh nein! Das ist ein guter... Spät! Das... Nein, nein! Da ist Schnell! Sie. Ach du Schreck! Ha!
Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen. Hä? Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberen widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache. Amüsiere uns. Ich kann es verraten, der hat uns gerade geholfen. Bären für die Oberen, Nazi-Vampire im Hintergarten. Ja, ist alles Ednas Schuld? Nein, Ednas Namen sollten wir auf keinen Fall verraten. Dr. Marcel ist böse. Ja, das wird uns Dr. Marcel sehr gerne glauben. Das dauert mir zu lange. War die plausibelste Antwort. Was zum... War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Na, sicher. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Ach du Scheiße. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Was? Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Wugi, Wugi. Okay. Wugi, Wugi. 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 In der Tat. Hypnose. Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lilly, du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Oh wei. Das Chaos, Lilly. Wer ist dafür verantwortlich? Nun rede schon, du nutzloses Kind! Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberheim. Sie wird antworten. Sie wird antworten. Sie wird antworten. Wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Was ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Ach du Scheiße. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna? Nein. Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lilly mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Gut, dass Edna schon entkommen ist. Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Er hat Harvey verunstaltet. Sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun, nur zu, Lilly. Serviere den Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? Aber unbedingt. Ja, Glomanda X schreibt... Diese Musik. Ja, wundervolle Musik. Dead Lake Adventures haben immer sehr gute Musik. So, niemals oder okay. Wollen wir ihm einen Tee servieren? Niemals. Uh-uh. Was? Ich werde euch doch keinen Tee servieren. Uh-uh. Was passiert denn hier? Uh-uh. Okay. Können wir. Aha, okay. Verbote. Aha, Feuer machen, verboten. Erwachsenen widersprechen, verboten. Alkohol trinken, verboten. Lügen, verboten. Gefährliche Orte betreten, verboten.
spitze Gegenstände verwenden, verboten. Wütend werden, verboten. Tun und lassen, was man will, verboten. Ja, die ganzen Harvey-Sachen, die müssen wir wahrscheinlich jetzt demnächst mal freischalten. Interessant. Okay, wir haben Endlers Karte und wir haben Tollkirschen. Wir sollen noch Tee zubereiten. Können wir vielleicht... Dieser Tee war bereits fertig gekocht. Aha, okay. Dann nehmen wir uns eine Teetasse. Nelly. Psst, Nelly. Psst, Nelly. Was ist? Psst, Nelly. Hä, was ist denn? Keine Angst, Lilly. Ich bin es. Gerrit, verhalte dich bitte unauffällig. Gerrit. Du wurdest von Dr. Marcel hypnotisiert und stehst komplett unter seiner Kontrolle. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann dir helfen. Dafür musst du allerdings in meinen Geheimraum kommen. Der Zugang befindet sich vor dem Büro der Oberin. In der dunklen Ecke neben dem Kamin. Vorher benötige ich aber noch deine Hilfe. Ich beobachte die Oberin und den Doktor schon seit langem. Und ich bin kurz davor, ihre üblen Machenschaften aufzudecken. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Geständnis. Hier, nimm dieses Tollkirschenextrakt. Tollkirschenextrakt. Es handelt sich um ein Wahrheitsserum. Schütte es der Oberin in den Tee. Sobald sie davon trinkt, wird sie all ihre Geheimnisse ausplaudern. Hast du das verstanden? Aha. Excellent. Verstanden. Lilly, was treibst du denn da? Du sollst uns Tee kochen und nicht irgendwelche Gemälde betrachten. Na, seien Sie doch nicht so streng mit ihr. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Aber ich muss gestehen, dass ich ihre Galerie ebenfalls schon bewundert habe. Besonders interessiert mich diese Stickerei dort. Sie fällt was ein wenig Stickerei aus dem Rahmen. Finden Sie nicht? Ach, die. Das ist nur eine alte Erinnerung. Kaum der Rede wert. Ich kann mich nicht einmal entsinnen, sie dort aufgehängt zu haben. Kennen Sie nicht? Interessant. Was soll das überhaupt darstellen? Ein achtbeiniges Einhorn? Es ist nur die Stickerei eines dummen, verantwortungslosen Kindes. Nicht weiter. Kindes. Ja. Okay, ja, machen wir Tee. Tasse. Tasse kombinieren mit. Zuerst musste da noch Tee in die Tasse. Sehe ich ein. Mal wollte Lilly alles richtig machen. Sehe ich ein, dass der erstmal Tee rein muss. So, okay. Tasse und Tee. Okay. Tee rein damit. Und. Sehr gut. Wahrheitstee. Oberin Ignaz, na komm. Hier hast du deinen Tee. Lilly! Was zum... Ungeschickter Nichtsnutz! Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar warum war es zum wirklich Geier? Nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich könnte... Würde ich es aber, Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee. Ja? Sei es. Oh je. Lilly ließ sich nichts anmerken, aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Ja gut, eine Tasse. Ja, die sind das perfekte Pärchen, Dr. Marcel und Ron Ignaz, das ist einfach das perfekte Duo. So, Tollkirschen, vielleicht können wir die... Es mochte Lilly langweilig erscheinen, aber die Oberin trank für gewöhnlich Tee. Ja. Neuen Tee zu servieren war ja kein... Aber wo sollte sie... Jetzt doch Tollkirschen, kannst du doch in den Tee tun. Es mochte Lilly langweilig erscheinen, aber die... Tja, vielleicht... Vielleicht zerkaut sie uns. Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen... Wir haben doch die Tollkirschen im Inventar, wir können doch... Warum nicht? Hm...
dann halt so. Okay, mit der Kanne. Okay. Teekanne mit Streukirschen. Na dann halt so. Ich vermutete, dass die Tollkirschen denselben Effekt erzielen würden wie Garretts Elixier. Zumindest einen ähnlichen. Jetzt mussten sie nur noch gekocht werden. Aha, okay, gekocht. Lilly vermutete jetzt. Was zum Henker? Lilly vermutete, dass zu jetzt gekocht werden. Wie kochen wir uns jetzt Tee? Zum Rundgang.